Hi Leute, zum Haarefärben brauche ich natürlich meine Haarfarbe, die ich für einen Ansatz brauche. Dann die Directions-Farbe plus Spülung, die ich dann in dieser wunderschönen Schüssel mischen werde. Dann ein Pinsel natürlich, ein Stielkamm, zwei Haarklemmen, zwei Haargummis und das ist optional, ganz viele von diesen kleinen Haarspänkchen. Die braucht ihr aber nicht unbedingt, aber mir erleichtern sie das Leben quasi. So, dann teile ich als allererstes die Haare in so einem, ja, wie soll ich das beschreiben, in einem dicken Iro ab. Also ich mache einen oberen Teil, der recht breit ist und die Haare, die an der Seite übrig bleiben, binde ich mit einem Haargummi fest. So klappt das für mich am allerbesten. Ein Friseur macht das normalerweise so, dass er eure Haare viertelt für einen Ansatz nachfärben, aber ich finde das relativ schwierig, wenn man es alleine macht und die Variante klappt so bei mir sehr, sehr gut. Danach jetzt teile ich mir den dicken Iro quasi, das wird nämlich die erste Partie sein, die ich färbe, in so kleine, dünnere Partien ab und mache die dann mit diesen Klämpchen fest. Das ist wie gesagt optional, ihr könnt auch jedes Mal quasi Ansatz färben, neu abteilen und so weiter. Ich mache das ganz gern so, dass ich es quasi vorher abteile, dann geht das nachher mit dem Färben einfach schneller. Wie ihr auch seht, sind meine Haare relativ fettig. Das mache ich absichtlich so, weil meiner Meinung nach die Haare dann nicht so angegriffen werden, als wenn sie total aufgefallen sind, indem ich sie vorher gewaschen habe, einen Tag vorher oder sowas. Müsst ihr so allerdings natürlich nicht machen. So, dann mischt ihr die Farbe an, wie es in der Anleitung steht. Und ich fange immer hinten an. Ihr könnt auch vorne anfangen, wie ihr das gerne möchtet. Und ich trage die Farbe aus der Flasche genau am Ansatz auf und verteile sie dann mit dem Pinsel. Ihr müsst das von beiden Seiten je Strähne machen, also einmal von oben, einmal von unten und dann verteile ich das nochmal richtig mit meinen Fingern, dass wirklich jedes Haar erwischt wird. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr irgendwie da richtig getroffen habt, nehmt einen Handspiegel zur Hand, ihr wisst, was ich meine, und guckt, ob ihr wirklich jede Region dort getroffen habt, dann wisst ihr ganz, ganz sicher, dass ihr wirklich nichts übersehen habt. So, und das mache ich jetzt im Prinzip Strähne für Strähne, bis ich quasi zu dem Punkt gekommen bin, wo ich mich dann endlich umdrehen kann und wo ich sehe, was ich mache. Aber solange, wie ihr da seht, benutze ich diesen kleinen Handspiegel, dann sehe ich immer ganz gut, wo ich das auftrage und verteile. So, jetzt habe ich mich umgedreht und jetzt kann ich auch schon sehen, was ich mache. Ich mache das, wie gesagt, jetzt Strähne für Strähne, so wie ich sie abgeteilt habe, bis ich komplett mit diesem breiten Iro-Strang quasi fertig bin. So, und wenn ich damit fertig bin, dann kommen die Seiten an die Reihe. Die habe ich nicht vorab geteilt, weil da einfach nicht so viele Haare übrig sind, dass das so anstrengend ist. Also teile ich immer ein Part ab und färbe dann den Ansatz genauso, wie ich das am Oberkopf gemacht habe. Kein Unterschied, genau gleich. Wichtig ist immer, dass ihr wirklich guckt, dass nichts übersehen wird. Nehmt lieber ein bisschen mehr Produkt als zu wenig. Das macht immer mehr Sinn. Ihr werdet euch ärgern, wenn ihr irgendwie sparsam sein wolltet und nachher irgendwelche Stellen da sind, die nicht gefärbt sind. So, mit der anderen Seite bin ich jetzt auch fertig. Dann mache ich alle Haare zusammen nach hinten. Guckt, dass ich das nochmal schön verteile und wenn ich noch Farbe übrig habe, was bei mir immer so ist, gehe ich nochmal an der Haarlinie längs und verteile nochmal ein bisschen extra Farbe, damit da auch wirklich alles schön bedeckt ist. So, und wenn das jetzt geschafft ist, dann lasst ihr die Haarfarbe einwirken, wie es dort beschrieben ist. Bei mir sind es 30 Minuten und dann spült ihr sie komplett aus. Wascht die mit definitiv nicht silikonhaltigem Haarshampoo, wenn ihr danach noch Directions färben wollt. So, ich habe meine Haare jetzt schon getrocknet, wie ihr seht. Ihr könnt das zwar auch auf nassen Haar machen mit den Directions, ich finde aber, es funktioniert besser auf trockenem Haar. Deshalb nehme ich jetzt meine Directions mit der Spülung, mische genau die Farbe an, die ich möchte, denn die Farbe, die ihr im Pott da seht, kommt nachher auf eure Haare. Beziehungsweise so sieht sie auch auf den Haaren aus, so soll ich das glaube ich sagen. So, und das mache ich jetzt ziemlich unkonventionell. Ich teile mir einfach zwei Seiten ab. Mach die eine Seite fest, während ich mit der anderen Seite arbeite und nimm jetzt Strähne für Strähne einfach, wie ihr hier seht, teile ich sie ab, nimm die Strähne und verteile einfach mit dem Pinsel und mit den Händen die ganze Farbe in die Länge. Seid ruhig großzügig, wie gedacht, genauso wie bei den Ansatzfärben, denn ihr werdet euch ärgern, wenn irgendwo nachher Stellen sind, die nicht bedeckt sind. Also schön großzügig die Farbe ruhig benutzen und ganz, ganz ordentlich verteilen. Ihr könnt da auch nochmal mit dem Kamm durchgehen und
die Strähne jeweils durchkämmen, um das noch besser zu verteilen. Für mich funktioniert das allerdings so sehr gut und deswegen brauche ich den Kamm nicht zusätzlich, könnt ihr aber gerne machen. Ich gehe nicht komplett bis zum Ansatz, weil ich ja dort schon mit der anderen Farbe gefärbt habe, die relativ ähnlich ist. Und deshalb versuche ich nicht ganz bis zum Ansatz zu gehen, denn ich muss euch sagen, Directions kriegt ihr so schwer von der Haut runter und da müsst ihr schon 2-3 Mal die Haare waschen, bis von der Kopfhaut wirklich gar nichts mehr zu sehen ist, dass es irgendwelche pinken Flecken sind. Deswegen versuche ich möglichst, nicht so sehr an die Kopfhaut zu kommen. Allerdings, eine Sache habe ich total vergessen, was ich eigentlich sonst immer mache. Ich mache noch Vaseline auf meine Haut, an die Ohren, schön an der Haarlinie. Dann kriegt ihr die Farbe einfach nachher weg. Also beziehungsweise einfacher weg, wenn sie rankommt. Habe ich natürlich vergessen, war ja klar. Aber ansonsten hilft auch Alkohol, so Alkoholtupfer oder irgend sowas, kriegt ihr eigentlich die Directions auch sehr, sehr gut ab. Und passt auf bei der Keramik, denn wenn ihr da große Flecken macht, da ist es auch eine ganz schöne Plackerei, die wieder wegzubekommen. Wichtig ist es einfach nur, dass ihr das einfach sehr, sehr gut verteilt, weil ihr ärgert euch einfach sehr, wenn ihr da irgendwas übersehen habt. Glaubt mir, es ist ärgerlich. Auch wenn das mit Directions ziemlich einfach wieder zu beheben ist. Ihr könnt ja einfach die Strähne, die ihr vergessen habt, wie auch immer, nochmal nachbearbeiten, Tag später. Aber ja, ist schön, wenn man es nicht machen muss. So, wenn ich dann beide Seiten gemacht habe, dann mache ich die Haare nach hinten und gehe nochmal großzügig mit sehr viel Farbe in die Längen und verteile da ordentlich. Also zu viel gibt es da einfach nicht. Und dann lasse ich es ziemlich lange einwirken, mindestens so 2 Stunden. Ihr könnt Directions sogar über Nacht einwirken lassen, wie ihr das möchtet. Ich mache das meistens so 2 bis 3 Stunden. Und wenn ihr das denn geschafft habt, dann spült ihr die Haare auch aus. Wascht aber die Haare nicht mit Shampoo, weil dann geht viel, viel zu viel Farbe verloren. Und ihr wascht sie auch nicht so lange aus, bis gar keine Farbe mehr rauskommt, denn das passiert bei Directions nicht. Da wird immer Farbe rauskommen. So, das ist jetzt das Ergebnis. Es ist fertig. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt schon der nächste Tag. Ich bin nämlich mit den Haaren, also fast noch nass, halt so ein bisschen feucht, schlafen gegangen. Also das heißt, die sind luftgetrocknet. Ich habe damit nichts gemacht. Ich habe sie nicht frisiert und nichts, was man auch ein bisschen sieht. Sie sind jetzt einfach so, wie sie natürlich bei mir sind. Ich wollte euch gerne halt die Farbe so im natürlichen Licht zeigen. Deswegen habe ich meine Softboxen auch nicht aufgestellt, weil ich mir dachte, vielleicht sieht man da die Farbe am besten. Allerdings muss ich sagen, ich finde, in Natura, wenn ich so rausgehe, leuchten die noch einiges mehr als hier in der Kamera. Aber ich finde, man sieht die Farbe schon sehr, sehr gut. Was ich eben an diesem Rose Red ganz, ganz toll finde, dass ich da nicht weißblond blondierte Haare eben drunter haben muss. Es gibt halt Farben von Directions, da müsst ihr richtig hell blondierte Haare haben, sonst wird das einfach nichts. Und hier, diese Farbe kann ich einfach auf meinem gefärbten violetten Haar machen quasi. Das ist so rötlich-violett ursprünglich von dieser Schwarzkopffarbe. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wisst, selbst bei permanenten Haarfarben fallen Rotpigmente relativ schnell wieder raus. Und das ist der Grund, warum ich eben Directions benutze. Denn ich möchte einfach nicht meine Haare so schädigen, dass ich immer wieder drüber färbe, um die Farbe aufzufrischen. Ich färbe, wie ihr gesehen habt, immer nur den Ansatz mit dem Schwarzkopf nach, weil die Farbe, die ich jetzt benutzt habe, dieses Ultraviolett, ich schreibe das auf jeden Fall nochmal in die Infobox, welche Haarfarben ich benutzt habe, damit ihr das auch ganz genau wisst. Das benutze ich einfach nur, um den Ansatz nachzufärben, denn das Praktische ist, da ist schon Aufheller mit drin. Das heißt, es ist nur ein Schritt. Sonst müsste ich blondieren und dann dieses Lila drüber machen, dieses Pink-Lila, weil das sonst einfach nicht so kräftig werden würde. Da aber da dieser Aufheller drin ist, das speziell für dunkles Haar, funktioniert das richtig gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und die Längen mache ich dann einfach mit Directions. Directions ist wirklich überhaupt nicht schädlich für die Haare. Denn im Gegensatz zu zum Beispiel einer Haarfarbe, die quasi in den Haarschaft eindringt, legt sich die Directions-Farbe nur um die Haare herum. Deswegen wäscht sich das auch relativ schnell wieder aus. Bei mir eigentlich nicht so, denn ich wasche meine Haare so 1 bis 2 Mal die Woche nur. Deswegen habe ich sehr, sehr lang was von den Directions. Was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr eure Haare öfters waschen und ihr die Farbbrillanz ein bisschen mehr behalten wollt, dann macht euch doch ein bisschen von der Directions-Farbe in ein Pöttchen Kur und macht ab und zu die Kur drauf. Das frischt die Farbe nochmal auf und lässt sie einfach länger halten. Ein kleiner Disclaimer möchte ich auch noch sagen. Ich bin keine Friseurin, das heißt, all diese Tipps und Tricks, die ich euch in diesem Video gesagt habe, habe ich aus meinen eigenen Erfahrungen gesammelt. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich war auch ganz, ganz oft beim Friseur und habe mir dort die Haare färben lassen. Und aus meiner Erfahrung raus habe ich da viel mehr Mist erlebt, als wenn ich es selber mache.
ist nur meine Erfahrung. Ich bin mir sicher, da gibt es tausend verschiedene Erfahrungen. Und es ist jedem selbst überlassen, ob er zum Friseur gehen möchte oder es selber machen möchte. Wenn ihr es eben selber machen wollt, dann natürlich ist euer eigenes Risiko. Aber ich wollte euch ein paar Tipps und Tricks geben, damit es eben nicht ganz so ein hohes Risiko wird. Ne? Eine Sache noch zu den Directions. Es gibt ein paar Farben, die eben auch auf nicht blondierten Haar funktionieren. Also auf natürlich blonden Haar. Wenn ihr jetzt sehr dunkle Haare habt, dann müsst ihr zwangsläufig irgendwie blondieren oder eine Grundfarbe drunter haben, die heller ist. Denn da würdet ihr nur so einen Schimmer von Pink, sage ich jetzt mal, bekommen, wenn ihr zum Beispiel Pink färben würdet. Deswegen, also hell müssen die Haare schon sein, aber es gibt halt Farben, die wirklich nur auf blondiertem Haar halten. Lasst euch da unbedingt im Friseurbedarf beraten. Die erzählen euch ganz genau, welche Farbe wie funktioniert und so weiter und so fort. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit, wie ich es mache. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft gemacht. Ich habe den Ansatz schon sehr, sehr oft nachgefärbt und auch sehr, sehr oft die Directions. Meine Haare sind super gesund. Ich habe überhaupt keinen Spliss und ja, die wachsen relativ schnell und ja, ich bin super zufrieden damit. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ich irgendetwas vergessen habe zu erwähnen, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Ah, und eins noch, falls ihr seht, da ist ein neuer Hintergrund, denn ich habe einen neuen Schminktisch. Das ist übrigens auch eins der Gründe, warum ich so lange kein Video hochgeladen habe, denn das haben mein Mann und ich ganz alleine gemacht, also selbst gebaut und lackiert und so weiter und so fort. Vorher war hier nämlich ein Schreibtisch und daraus haben wir jetzt diesen Schminktisch gebaut. Ich werde da nochmal ein separates Video zu machen, glaube ich, so ein Update von der Schminksammlung und Aufbewahrung und so weiter. Dann werde ich euch da noch mehr zu erklären. Ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Falls euch das Video gefallen hat oder es irgendwie hilfreich war oder einfach nur amüsant für euch, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye!